herzlich willkommen zur dritten Folge Simutrans mit dem Felix. Hallo. Tag. Mein Bahnhof da 18. Ich müsste mal gucken, gab es nicht noch eine. Ich glaube, das konnte ich in der Linienverwaltung sehen. Da, Kapazität 19. 15% Auslastung, okay, genau. 0% Auslastung. 0% Auslastung, 25. Oh, du machst schon, hast schon 30 Dings. Das heißt, du könntest schon. Ah, nee, du machst 82 Dollar Gewinn. Perfekt. Der erste Zug, der Gewinn macht. Oh ne, der macht auch Gewinn. 675. Ja, wunderbar. Dann kommen wir da schon mal so langsam, aber sicher in die richtige Richtung. Gut. 600 plus 80 sind vielleicht 700 Gewinn bei Betriebskosten oder beziehungsweise bei Instandhaltungskosten von 22.600. Ist das nicht ganz so prickelnd? Was sagt deine Marge im Moment? Sehe ich das? Ja, wieder Finanzen. Achso, da, ja. Stellst du um auf Monate und dann hast du deine Monatsmarge von diesem Monat da. Minus 440%. 440? Okay. Ich bin bei 448. Und wie sieht das so mit deinem Betriebsgewinn aus? Mit meinem Betriebsgewinn? Ja, am besten im Moment alles noch bei Monate. Es geht wahrscheinlich auch ordentlich in den Keller. Oder hast du schon den Punkt erreicht, wo die Kurve wieder nach oben geht? Nee. Meine Kurve geht jetzt zwar nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so steil nach unten, aber sie geht noch nach unten. Was hast du so an Betriebskosten, also beziehungsweise an laufenden Monatskosten, Instandhaltung? Ich habe an Instandhaltung im Monat. Im letzten 10.000 und in diesem Schritt fast 80. Rechts daneben steht das extra einmal in laufender Monat steht da. Und da steht eine schwarze Zahl. Das ist deine Instandhaltung, die du wirklich beim Vollmonat jetzt aktuell bezahlen musstest. 25,5. Oh, da bin ich nur bei 22,6. Ui. Mann, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut zu wissen, echt. Dann ist meine Geschichte hier nicht ganz so teuer. Aber dafür habe ich natürlich deutlich mehr Betriebskosten. Von mittlerweile fast 10.000. So, aber ich muss jetzt gucken, dass ich die Fahrzeuge hier oder beziehungsweise meine Leute Havelse Bus 1 müsste das sein, oder? Ja, Havelse Bus 1. Du kriegst jetzt erstmal ein zweites Fahrzeug drauf. Weil das steigt mir da zu schnell. Und Wildberg, das steigt so extrem schnell, da muss ich jetzt sogar noch zwei Fahrzeuge drauf packen. Weil das ist halt immer das Problem, umso voller die Haltestellen sind, desto schwieriger oder desto weniger ist das Stadtwachstum auch. Hier bei Facher Bus 2 starten, Facher Bus 1 starten. Bei Facher nochmal 2 drauf. Puh, bei Schilder könnte ich auch nochmal 2 draufpacken. Okay, halt 3. Ich habe jetzt mittlerweile schon die Nachricht bekommen, Firmenvermögen nahezu verbraucht.
Aber dadurch, dass ich jetzt relativ gute Einnahmen mache, ist meine Marge nur noch bei 329%. Yippie-yay-yay. Oh, sag doch, was hast du da unten jetzt einen Zug hinschickst? Da habe ich gerade erst losgeschickt. Ach. Okay, dann sollte ich da jetzt vielleicht auch mal einen Zug drauf schicken, wa? Achso, nee, warte mal, erst muss ich da unten. Oh nee, Quatsch, die habe ich da hingebaut. Ja, was schicke ich denn da mal am besten für den Zug hin? Ich glaube auch erstmal Standardzug. Opa zockt. Übergabe, Personen, Bahnhof, Gerödel, überhaupt irgendwas. Und jetzt sollte es gleich in den Städten richtig rund gehen, weil alle von mir zu dir rüber wollen. Um. Ach so, die Kirche hast du nicht mal angeschlossen. Okay. Dann wollen sie zumindest wahrscheinlich in Leonberg zu der Touristenattraktion. Oder hast du noch irgendwo eine? Sieht nicht auswendig. Ich glaube nur die in Leonberg und die andere bei, was weiß ich, wie die andere hieß, die Luca. Ja, Luca kann man ignorieren, weil Luca ist ja nicht angeschlossen. Also wollen sie alle nach Leonberg. Wahrscheinlich dann gleich. Ja, genau, hier geht's schon los. Über Havese, über Opa zockt HWF. Das heißt, ihr wollt über den Hauptbahnhof schon. Achso, das kann natürlich auch andere Städte sein. Havese, Schilter, Facher, Wildbach. Der ein Passagier nach Wayne. Okay. Da habe ich schon einen nach Wayne. Wildberg, Havese, Schildach, Luca. Warum ist die in Luca nicht angeschlossen? Weil die außer Range ist. Ja, das ist außerhalb der Range, genau. HWF. Facher, Wildberg, Wildberg. Wildberg? Wildberg ist auch deiner, oder? Ne, Wildberg ist meiner. Okay. Kannst du mal Bescheid sagen, wenn du die ersten Passagiere darunter juckelst? Ja. Ich mache mal meinen Zug auch auf. Werde ich den Zug hier einfach mal oben rechts mir irgendwo anpinnen oder links. Damit ich dann sehe, wann da mal was hinkommt. Boah, okay, jetzt diesen Monat sinkt jetzt mein Betriebsgewinn doch noch mal ganz gewaltig. Aber ich hoffe, nächsten Monat durch jetzt den Personenübergabebahnhof sollte das eigentlich hoffentlich besser werden. 540 Einnahmen. Wildberg. Über Wildberg, über Wildberg. Über Schildach. Ach, du ahnst es nicht. Wo wollten ihr denn? Okay, jetzt fängt es an, interessant zu werden, weil bei mir an den Bahnhöfen jetzt schon mal da 45 Leute stehen. An dem anderen 27. Das heißt also, jetzt sollte sich die ganze Geschichte gleich deutlich rentieren. Bist du rausgefunden, Felix? Nein. Weil Warum? ich kriege gerade hier die Nachricht, ich soll den Spielernamen, dein Passwort eingeben. Noch aber eigentlich drinne. Ja, keine Ahnung. Oh, Felix hat noch 61.000 Kohle mehr als ich. Okay, also jetzt kommen hier unten schon so viele Züge an, dass ich jetzt eigentlich theoretisch ja entweder den Stau in Kauf nehme oder
ein zweites Gleis anschließe. Aber ich glaube, ich nehme den Stau erstmal in Kauf. Bei dir steht da ohne Route. Ja, ich Kopf. hatte erst die Linie erstellt, dann hat er die irgendwie wieder rausgelöscht, keine Ahnung. Okay. Kann da aber ruhig auch erstmal jetzt 5 Minuten stehen, weil ich erst mal was anderes Wichtiges tun darf. Okay. Kann er warten, bis schon die ersten Passagiere da sind, wa? Schildberg. Naja, gut, es ist eh noch nichts da. Ist nicht das Ziel von dem eigentlich gerade, sondern mehr so von wegen Problem lösen, so an gewissen Stellen. Okay, was hast du denn für ein Problem? So einen tollen Stau gehabt, weil die da 3 Züge über eine engen Strecke Schiene fahren wollen. Das funktioniert irgendwie nicht so hundertprozentig. Nicht ganz so, nee, das stimmt. Deswegen nehme ich meistens immer die nahezu ein bisschen mehr Kosten auf und baue es halt gleich zweigleisig, weil ansonsten ist man nur am Rumfummeln und im Endeffekt baut man es dann doch anders. Okay, was ist in der Judostraße los? 34 Leute. Herfunde zu Julius, was ist da los? Havelse brauchen wir einen Bus oder was? Habe ich nichts mehr zu tun. Hier, Havelse, hast Das du ist ja, einen wenn die Bus? Schienen tun, was sie sollen, nicht sollen, ey. So, dann gucken wir mal, was der Felix da gerade macht. Der scheiß Schienen setzen. Ach. Wenn du einmal klickst, Ja. dann kannst du bis zu deiner Endposition, also das heißt, du klickst einmal auf die Karte, da wo die Schiene anfangen soll, und gehst dann einfach dahin, wo sie enden soll, und klickst da nochmal hin mit der Steuerungstaste gedrückt. Ja, es wäre aber zu einfach. Ach. Okay, ja gut, hätte ja sein können, dass da irgendwie. Nee, einfache Bauwege will ich nicht. Ach so, Muss ja schon gut. kompliziert sein und Ja, so. tut mir leid. Dann kann ich das natürlich verstehen. 32, Alter, Felix, die Züge fahren auch schon halb voll. Wenn wir mal stalken gehen hier. 38 von 60, Alter. Wo fährt der andere Zug? Da. 29. Wo fährt denn der jetzt hin? Der fährt da hin. Das heißt, irgendwo muss der Zug noch von Leonberg rumstehen. Den finde ich aber gerade nicht. Bist du Leonberger? Du bist Leonberger. Okay. Habe sie Schilder, habe der Wildberg. Alter, die Juliusstraße, das kriege ich nicht abgebaut. Das geht schon wieder genauso gut los. Im letzten Monat habe ich 9.000 Einnahmen gehabt und habe 16.000 Betriebskosten. Aber die Züge sollten doch jetzt langsam aber sicher mal. Luka ist die erste Stadt mit über 200 Einwohnern. Hui. Und Wildberg folgt aber gleich. Wildberg ist ziemlich gut dabei eigentlich. Wildberg hat zumindest das größte Wachstum. Kurz vor Neustrelitz. Okay. Okay, mein Nachbar kommt gerade im Rasenmähertraktor wieder. Ich weiß nicht, ob man das hört.
Ich hoffe mal nicht. So, bist du auf dem Rückweg? So, du kommst mit 44 Leuten. Du kommst mit 22 Leuten. Du hast verloren. Du wirst gefeuert. Du kommst mit 15 Leuten. Okay, du bist auch gefeuert. Und du kommst mit 24 Leuten. Okay, das heißt, du wirst nicht gefeuert. Wo bist du hier? Du kriegst eine Gehaltserhöhung. Und fährt er mit 36 zurück. Was da? Preußische S1 findet keinen Weg. Bist du das? Ach, das bist du. Okay. Ja, aber ich habe keine Ahnung, warum er keinen findet. Kann ich dir genau sagen, weil du unten ein Signal hast, was sagt, ich darf da nicht reinfahren. Ja, habe ich da unten das Original, das andere also vergessen, okay. Das, was ich im Kopf gedacht habe, was ich gesetzt habe, okay. Moment. Moment, okay. Ich glaube, da hast du ja eine Schiene vergessen. Ja, eventuell auch das. Es gibt halt Leute, die viel zu tun haben im Gegensatz zu anderen Leuten irgendwie. Ach so, na gut. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Du kannst dann da reinfahren, machst das so und fährst da wieder raus und hast da ein Doppel. Ja, das müsste eigentlich gehen. So, das heißt, jetzt dürften eigentlich alle merken, weil du fährst. Das heißt, es könnte gleich echt voll werden unter Umständen in den Städten. Der macht das auch so, wie ich das mir denke. Schilder, Wildberg, Havese, Havese, achso, über. Okay, mein Betriebsgewinn geht weiter ins Minus. In vielversprechend. Letzten Monat 27,0 und jetzt ist der 17. Mai und ich bin jetzt schon bei 27,5. Beförderung letzten Monat, jetzt knapp bei der Hälfte des Monats schon bei 614. Das ist auch vielversprechend. Und sollte jetzt auch eigentlich auch immer besser werden, umso mehr Bevölkerung sozusagen kommt. Ich meine, wir haben jetzt ein Wachstum. Ah? Moment. Ich dachte, ich habe mich gemutet und wundere mich so, hä, nee. Auf einmal redet er nicht mehr so genauer so mit einem Satz. So, da haben wir alle gemacht. Das heißt, also man kann es leider noch nicht sehen. Doch, da kann man es sehen. Diesen Monat im Mai haben wir 22 neue Einwohner dazu bekommen. Das heißt also, bei der aktuellen Bevölkerungszahl kommen insgesamt auf der ganzen Karte wohl so roundabout 30 Einwohner dazu. Yay. Das ist nicht viel. Das ist noch nicht viel. Muss man dann Bahnhof stalken. Über Leonberg, Lucker, Leonberg, Neustrelitz, Rhein. Oh, ein Passagier über Passagier Übergabebahnhof. Alles klar, da kommt der erste Passagier dann an. Der ist schon bei dir am Hauptbahnhof. Interessant. Ein einziger Passagier kommt da. Bei mir ist noch gar keiner da.
wartet auf freie Strecke. Wer wartet auf freie Strecke? Ein Zug, der bei mir vom Bahnhof steht. Ich weiß aber nicht warum. Du willst nach Operzockt. Ist da noch ein Zug drin? Habe ich irgendein Signal falsch gesetzt? Okay, vielleicht habe ich gar kein Signal eingesetzt. Ach, da ist der Zug. Okay, er bewegt sich also, gut. Und er kommt auch gleich sogar schon an meinem Hauptbahnhof an. Also ich habe jetzt alle meine Haltestellen wenigstens mal umbenannt. Respekt, und ich weiß nicht, warum der da nicht reinfährt, weil ich wahrscheinlich die Signale zu spät gesetzt habe. Und er sich das Ding schon reserviert hat. Aber wenn du hier schon mal stehst, 24 ist zu wenig. Jeder Zug, was hatte ich gesagt? 4,60 hast du Betriebskosten. 29. Die fahren ja alle nur mit 24. Okay, du fährst mit 61? Was? Okay. Du kriegst eine Gehaltserhöhung. Ah ne, ist ja wieder nicht profitabel. Tut mir leid, du musst noch kurz warten auf eine Gehaltserhöhung. 90 warten da? 63? Oh, muss ich jetzt gleich schon anfangen? Züge 40 warten da. Okay, Betriebsgewinn bei minus 30.000. Ich kann ja mal ganz kurz. Wo ist denn der Felix Gaming hier? Felix, dann schickt man Felix mal ein Bild von meinem Betriebsgewinn-Diagramm. Wenn meine Kamera sagt, jawohl, du darfst hier Bilder machen. Ah, jetzt. So, da hat Felix mal ein Betriebsgewinn-Diagramm von mir. Auch wenn man es vielleicht schlecht erkennt, aber man sieht halt so die Entwicklung. Die Entwicklung ist einfach nur grauenhaft. Da muss was besser werden. Das muss deutlich, deutlich besser werden. Mal gucken, Spieler Felix hat 60.000 mehr als ich. Ne, 40.000 mehr als ich. So, du hast 30 Leute dabei. Mal suchen, wo Felix sein Passagierübergabezugbahnfahrer ist hier. Oh, da fährt er mit zwei Leuten. Und hat schon wieder 11 Leute da stehen. Alter. Okay. Ich glaube, Felix hat das echt nicht schlecht gemacht. Ich würde gerne eine neue Stadt gründen.
Geld. Ja, vielleicht kriege ich ja so einen Kredit von der hier von unserer netten öffentliche Hand oder sowas. Ah ja. Ich stelle meinen Kreditantrag. Wurde abgelehnt. Nicht genug Sicherheit. Hier mit 97, das heißt, den Zug müsste ich wahrscheinlich gleich sogar ausbauen. Wenn der da mit 97 Leuten rumeiert. Und wenn der Ach du hier. Scheiße. 132 Passagiere warten an meinem Hauptbahnhof. Ah ja. Und auch schon Post warten. Toll. Super gemacht, Felix. Na gut, aber 67 nach Leonberg. Na gut, Leonberg ist dann schon mal ein bisschen schwierig, weil wenn du sagst, du hast nur 60 Kapazität. Und 67 wollen schon nach Leonberg. Wenn das jetzt natürlich so zwei, dreimal hintereinander passiert, dass Leonberg da noch Leute stehen, das, dann muss man sich halt überlegen. Okay, jetzt kommt der Wayne-Zug bei dir gerade an. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf Leonberg gehen. Na gut, Leonberg ist glaube ich die Stadt, die. Nee, eigentlich nicht. Na gut, fast die Stadt, die am weitesten weg ist, ne? Aber ist Leonberg deine größte. Oh. Na gut, in Leonberg warten ja auch schon 73 Leute. Du nicht eben schon Leute befördert? Oh ne, habe ich wohl nur geträumt. Aber von dir wollen tatsächlich doch mehr Leute zu mir rüber, als ich gedacht hätte. Ja, ich bin halt ein schlechter Chef und so weiter und so fort. Dann denken Sie sich direkt hier weg, bloß ganz schnell. Alter, okay, ich muss dann tatsächlich jetzt doch gleich andere Züge draufsetzen. 104 von 120. Fährt jetzt gerade von Wildberg. Naja, aber das Ganze darfst du gerne in der nächsten Folge machen. Okay, dann würde ich sagen, ich muss rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.